Irene, ja? Du bist Engländerin, das habe ich gesagt, aber du hast eine deutsche Mama und du wohnst seit einigen Wochen in Hamburg und das macht es mir leicht, da brauche ich meine Vokabeln nicht zu strapazieren. Oh. Wenn ich dich frage, wie war das mit deinem ersten Kuss? Oh, Rainer, du darfst sowas nicht fragen. Meine Oma schaut hierhin. Die Oma ist auch in Hamburg? Ja, nein, in Hamburg nicht, in Düsseldorf. Aber wenn ich würde dir erzählen, dass mein erster Kuss war mit 11 Jahre alt, und zwar mit einer Junge von meiner Schule, und die ganzen Mädchen haben ihn ganz verliebt, und dass er hat Sommersprossen und knallrote Haar und etwas dick, das könnte ich nicht dir erzählen. Der hieß sicher Huckleberry Finn. Nein, nein, der hieß nicht Huckleberry. Nein, wie hieß er denn? Weißt du das noch? Ja, weil er nicht hier ist, weil er Engländer ist, dann darf ich sagen, Rodney Brooks. Rodney Brooks? Ja, ein komischer Name, ja. Ja, aber du hast ihn seitdem nie mehr wieder gesehen? Nein. Schade. Ach, nicht so, wenn ich dran denke, wie er ausgesehen hat. Wir wollen das Gespräch. Man soll ja nie über Leute reden, die nicht da sind. Rodney ist nicht da, wir wollen das Gespräch nicht weiterführen. Landsleute aus...